Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde South Park The Fractured Butthole. Mit dabei euer Blaster Wunderarsch. So, ich habe die Einstellung jetzt etwas umgestellt. Ich hoffe, dass das jetzt klappt, wie ich das halt am besten kann. Informativer Snuff-Porno-Ratgeber. Oh Gott. Die informativen Mörder-Pornos, da war ja was. Zicke. Moment. Kopf. Jawoll. Alter. Aber dann bitte in unserer Farbe. Jawoll. Alter Mann! Was ist das hier? Oh, Scheiße. Ja, wir machen mal weiter. Oh, ich muss mal ganz ehrlich sagen. Ich muss mal ganz, ganz schnell, will ich hier. Oha, wo da? Aktion möchte ich auf. Würde ich gerne auf Enter, aber dann mache ich das auf Umschalt rechts. Gut. So ist es halt nochmal angenehmer für mich. Shelly's Zimmer. Sally Dakota City. Okay. Hier ist aber auch nichts von Interesse, oder? Machen wir mal das hier. Ne. Ach, das. Unterarmtrainingsgerät. Oh Gott. Lassen wir das Thema. Ich find's lustig, normalerweise sollte auf Shift. Ja gut, schieb mal nicht so eine Welle. Magazin haben wir. Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Der Wolkenpalast. Okay, Klebeband kalt nicht. Nekroplastikfoto. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Ey, ich hab. Oh, bin ein bisschen müde, aber ich will gerade das South Park zocken. Humankind. Also ist er echt drin. Im Wolkenpalast. Wiederbelebungsserum. Ach, wir können auch hier auch. Okay. Was haben wir hier? Das ist einfach nur Deko oder wie? Sehen wir ja. Wir gehen jetzt einmal zu Humankind. Wer zur Hölle bist du? Ich denke, das kann ich gar nicht. Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuh. Tut mir leid, aber das hier ist für Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir looten erstmal alles hier. Drogenfläschchen. Okay. Sehr schön. Wir haben auch hier eine Flasche Megaschrub, Jersey HG. Ich schätze mal da. Können wir sogar gar nicht hin, okay.
Oh, hier, Ike's Zimmer. Hallo, Ike. Was ist los, ey? Selfie machen? Ja, Selfie machen. Wuhu! Ike! Die haben ein Bild gemacht. Hey, ich will auch mal. Du darfst nicht. Okay, begegnen wir dem Parallel-Humankind. Der andere Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Moment. Zoom! Oh, hey, Kyle, ich bin wieder da! Oh Gott! The Humankind 2 from an alternate universe. Wie das spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superhelden-Spielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Alles also klar. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Besiege den alternativen Humankind. Kampf starten. Ich hab nicht viel trainiert, wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich habe meine Knieschoner nicht dabei. Oh Gott. Jetzt, schnapp ihn dir. Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Sehr schön. Erstmal fest. Oh Gott, das ist er. Das scheint sehr gefährlich. Da habe ich natürlich nicht wieder. So viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Sei doch nicht albern. Oh Gott, ich habe die Folge mit ihm gehasst. Pause, mir ist ganz schwindlig. Bitte nicht. Oh Gott, das verkacke ich noch. Das verkacke ich noch richtig. Mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mache den Schaden wieder rückgängig, ja? Phew. Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Oh. Hat jemand eine Cortisonsalbe? Vielleicht sogar eine rezeptpflichtige? Alter. Auszeit, ich brauche mein Asthma-Spray. Das ist halt gerade am besten für uns. Ich muss das Cyber noch lernen. Das ist nicht. Kyle, er hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Alter. Es wäre viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas. Wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu. Die ist in meinem alternativen Universum konform. Scheiße. Er hat ein Jewish-Schild. Cousin Kyle gerade Schutz eingesetzt, was, wenn er Baron Nice über seine Gesundheitsliste erkennt. Schutz, ob sie ein bisschen Nice aufgebraucht ist. Haben dir deine Eltern nicht verboten, mit Feuer zu spielen? Sieh dir das an! Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Will der mich verarschen? Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Er spielt mit jenseits seiner Kontrolle. Alles klar. Jetzt aber. Das hey, klappt noch nicht so gut. Kaputt. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum. Was? Ja.
Ja gut, ne? GT Easy. Alles klar. So, ich musste mich mal ganz, ganz kurz auslachen. Wir haben eine Falkenauge-Maske, LSF50 Sonnenmilch, dreimal und 24 Pennies bekommen. Und 25 EP. Alter. Oh, oh Gott, ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was, du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe drauf schmieren. Alter. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Verbündeter freigeschaltet. Humankind. Okay, hier ist auch nichts Besonderes. Charakterbogen von Humankind. Kollision alternativer Universen. Abgeschlossen. Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Humankind. Oder Kyle. Top. Kümmert hier über Kunstagram. Haben wir eine Quest abgeschlossen, dafür sollten wir... Nee, Quatsch, warte mal. Charakterbogen. Verbündeter. Human Kite, Kite Alien, asexuelles, genderneutrales Kite Alien, Rechenschaft, Kitismus, Sonnenwinde, Kryptonit, Mom. Und wir haben von Toolchat den Charakterbogen gefunden. Okay. Oh Gott, 14 Beschwörungen. Ich hab jetzt schon wieder Angst. Alles klar. Hier waren wir überall. Dann können wir wieder rausgehen. Und gucken. Ich hab die Kite-Basis fast fertig. Das wird super. Sehr schön. Wag-Magazin. Da waren wir eben drin. Hier geht's nicht weiter. Du warst da eben für ziemlich fies zu mir, aber vermutlich tut es dir leid. Okay, wie viel ist das eigentlich? Okay, wo sind wir? Wo ist diese verdammte Katze? Hey, ich will doch ein Selfie mit dir machen. Hier ist Lava, okay. Hier, Mizi. Irgendwas sagt mir, wir sollten hier noch nicht sein. Ich will doch nur ein bisschen den Tag versüßen. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten hier auf gar keinen Fall sein. Okay, wir gehen jetzt weiter. Was? Sprich mit Super Craig in Craigs Haus. Alles klar. Dann auf geht's. Aber ich frage mich echt, wer das da sein könnte mit dem Auto von Randy hieß er, ne? Ja, Randy. Hey, du, hey. Aufhören! Nee, mach kein Selfie, du bist doof. Boah, ich werde, glaube ich, ein bisschen krank. Die berühmte Bushaltestelle. Das berühmte Schild und die berühmten... Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefersbaum die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Maps. Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, okay. Seht meine dumme kleine Viertklässler. Du solltest besser verschwinden, du Penner. Bin dabei. Ihr kennt mich nicht, ihr seht mich nicht. Da ist eine Tüte, die würde ich haben. Zwing mich doch. Pickelfresse! Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist eine leere Flasche. Wir können neues Gegengift machen. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinen dämlichen Frosch. Frösche haben kein Popo, nur eine Kloake. Kampfvorteil. Ah, wir können auch schon mit... Sie gebartelt. Keine Verrettung!
Gerechtigkeit von oben! Keine Gnade! Dann machen wir schon mal so. Alter. Ah, ja, das war super. Da ist schon Quicktime-Events. Das ist. Viertklässler versohlen, geile Sache! Wenn du blablabla wärst, dann würdest du auf deine Fälle aufhören. Oh. Wow, voll ekelhaft! Okay, und jetzt sind wir mit Human Kite an, oder? Oder kämpft Human Kite alleine? Ich bin drin! Okay. Schützt seinen Teamkollegen. Hier gibt's kein Zeitlimit, oder? Ja, ich kann ja dann eigentlich gerade nur das machen. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh lol. Bitte stirb nicht. So, jetzt noch ein Versuch. Ah, ein Treffer wieder. Halt mal, Vierklässler. Kettenzwirbler. Sehr schön. Also nicht für den. Fühlt den Zorn von Human Kite! Ja, und gut, dann machen wir das. Ich mach das! Wieder. Ich. Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussy! So. Jetzt aber. Alter, ich kann Quicktime-Events einfach nicht. Euch zeige ich, was brutal ist! Ich weiß, sehr schön. Anfühlen. Bald habe ich den ultimativen Angriff. Wow. Ich muss schon wieder machen. Hier, bitte. Das klappt komischerweise. Ich kriege sogar 10% mal Bonusschild. Nee, ich kann diese Attacke nicht. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ja, und ihr sogar auf die Fresse. Stirb nicht! Sterben wir auch nicht. Aber was ich. Vielleicht riecht's hier verbrannt! Gern geschehen! Was ich ja machen kann, ist, gerne meine Attacken. Hier die. Wow, du bist so mutig! Das hier zum Beispiel, das ist ja wirklich nur Spam. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser! Ultra-Tiefkraft bereit. Halt durch! Ich will es mir überlegen. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Vorsa Verbrennung bei, aus dem All bei deinen Gegnern. Okay, ja, machen wir es mal. Alter. Hoffentlich hat das jemand gefilmt. Hab ich. Verklebte Katzenhaare, Schrott und Währung. Stufenaufstieg. Artefaktplatz. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren 6 Klässler. Weiter so. Und wir sind ein Level gestiegen. Wir haben jetzt einen Charakterbogenplatz. Ein Artefaktplatz, aber keine Ahnung, was das ist. Hier irgendwie kriegen wir vielleicht noch gesagt. So. Da ist gesperrt. So, ich habe mit dir. Ich habe dich von einem Leid befreit. Du willst ein Selfie mit mir? Oh ja. Huhu. Peter Mullen. Waren das? Ach so, das sind Jimmys Eltern. Ich war gerade überlegt, hatte da so was Gegengift, nice, so was im Kopf gehabt, dass ich dachte, dass das hier diese Eltern von den Moronen oder sowas werden. Also diese Moronenfamilie mal. Hier die Folge dumm 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 dumm.
DNA. Okay, okay. Was haben wir hier? Gehen wir schon mal weiter. Looten wir hier noch. Stofffallen, Taschenlampe. Sehr schön. Hier nochmal kurz rausholen. Hier. Oh. Und dann können wir auch schon hier an. Sterne. Unbenutzte Spritze Bio-Fahrengut. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Fokussiere deine Kraft. Nicht, was das gerade war. Haben wir jetzt hier überhaupt was gemacht? Versuchen wir es nochmal. What the fuck? Farm to Toilet Arschburger. Okay, lassen wir das mal. Hab ich gar nicht gelootet? Oh. Wir haben schon $2. Gehen wir weiter. Entschuldigung. Flasche mit Dampe von Stunning. Was ist das hier? Wir dürfen jetzt gleich auch schon bei Craig sein, glaube ich. Entschuldigung, bei Super Craig. Oh ne, hier sind... Hier wurde jetzt der Kopfkitz. Mintberry Crunchy. Mann. Einer von Bradleys Freunden sein. Er ist schon ein ganz besonder... Ja, ja. Kann ich heute hier überhaupt ein Selfie machen? Nö. Oh. Pff, vergiss es, du Spießer. Hau ab! Ich hoffe, die ganzen hohlen Likes für deine Beiträge machen dich glücklich, du Spießer. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Ja. Diese Stadt geht in den Arsch. Es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Okay. Verpiss dich! Wir sollen den Folianten finden. Hier können wir gar nichts machen. Okay. Hier dürfte wieder Bart sein. So. Metrosexuellen AG. Da habe ich ihn doch schon gesehen. Henriettas Buch. Wichtiger Gegenstand. Bringen wir das einmal rüber. Mit euch. Verpiss dich! Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Bitteschön. Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Sag, wenn du den Folianten hast. Den liegt er doch. Kann ich hier... Habe ich kein Feuerzeug oder so? Wahrscheinlich brauchen wir dafür noch irgendetwas.
Ich schätze mal, dass wir als Fernkampfangriff irgendwie ein Feuerzeug und so haben. Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Und mir so Feuerzeug-Deo oder so eine Scheiße. Kann ich mir vorstellen. Du längerst dich Super Cracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Keine Sorge. Okay, da brauchen wir schon eine neue Fähigkeit. Weil das können wir nicht. Oh, da habe ich was gesehen. Ich schätze mal, das wird wieder wie im ersten Teil sein, dass wir auch unterschiedliche Fürze und sowas können. Göttlicher Verstärkerrezept. Können wir das denn schon machen? Nein. Artefakte. Boah, Entschuldigung. Ach so. Jetzt verstehe ich, Artefakte sind halt Verbesserungen. Komm, wir können ja nochmal die Quest abschließen. Kriegen wir ein bisschen Erfahrung, 30 PP. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Okay, Craig ist schwul? Wusste ich gar nicht. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Ja, warte, ich muss mal kurz seine Bude ausräumen, Super Craig. Hallo? Krawallische Meerschweinchen sind sehr lang. Burrito. Rezept für Wiederbelebungsserum. Ich möchte gerade einfach nur noch ein bisschen craften. Wiederbelebungsserum brauchen wir auch eine Flasche für. Ja gut. Dann gehen wir mit Super Craig runter. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte dich schwierig. Knallfrösche freigeschaltet? Oh cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Okay. Ja. Oh, passt, mach's nochmal. Alter, nein. Nein. Oh, das war's. Folge dem Meerschweinchen. Mach dein Ding mit der Kiste. Wow, scheiße. Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Okay. Schaff das Ding aus dem Weg. Schnell, mach was, sonst kommt er erst wieder raus, wenn er Hunger hat. Ah. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus. Alles klar. Auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Verbündeter freigeschaltet. Super Craig. Machen wir ein Selfie mit dir. Ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Foto. Craig. Okay, bis später von der Arsch. Außer, ich gehe mal in dein Zimmer ein bisschen plündern. Psst, Neuer! Hä? Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir.
Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Finde 10 Yaoi in South Park, alles klar. Finde ich jetzt ein bisschen verstörend. Wundert mich dann nicht, dass Craig schwul sein soll. Hier heißt halt wieder Vater, so oder Sohn. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier irgendwas sehe, aber. Oh Gott, Captain Einsicht. So, dann gehen wir weiter. Alter, Gott, ja. Okay. Irgendeine South Park-Folge, die ich nicht gesehen habe. Was willst du? Ich hab zu tun. Nee, sammel noch mehr Yaoi für meinen Dad, dann überleg ich's mir. Alter. Was ist denn mit dieser Familie kaputt? Es gibt keinen besseren Partner, zwei bis drei und ist nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Alles klar, wir sollen ins Kuhn-Versteck zurück. Das machen wir aber in der nächsten Folge, besonders weil diese Folge, sehe ich gerade, 31 Minuten lang ist. Ach du heilige Scheiße. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.